Also wir gucken natürlich weiterhin. Ja. Wir haben jede Woche unsere Ankaufsmeetings. Mhm. Aber ja, wir sind zumindest ein bisschen ruhiger geworden. Wenn bei euch das so ist, ist es bei vielen anderen auch so. Das heißt auf jeden Fall gute Opportunities jetzt zu kaufen. Ja. Halt, ne? Aber wir kommen wieder, macht euch keine Sorge. In dem Interview jetzt geht es um Fix and Flip Next Level. Und zwar wie du von A bis Z die maximale Wertschöpfung rausziehen kannst aus einem Deal. Dafür habe ich den Tim eingeladen als Gesprächspartner. Hi Tim. Freut mich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du die Zeit nimmst. Wir haben es ja schon ein paar Mal probiert, aber endlich hat es mal geklappt. Finally. In meiner Heimatstadt. Also vielen Dank. Ja. Freut mich, hier zu sein. Ja, frisch gebräunt zurück aus Ibiza, ne? Ja, ich habe mir 2,5 Wochen Ibiza gegönnt mit meiner jetzt Verlobten. Okay, Glückwunsch. Also danke, danke. Und ja, war eine super Zeit. Mal ein bisschen abschalten. Der Markt hat sich ja gerade mal ein bisschen geändert. Mhm. Man konnte mal ein bisschen durchatmen und mal ein bisschen die Sonne genießen. Genau, genau. In den letzten 5 Jahren war die größte Hürde so der Ankauf bei den Immobilien, weil halt einfach der Wettbewerb richtig krass war. Jetzt kam eine neue Hürde mit dazu. Also wenn der Deal sehr günstig ist, so nehme ich das wahr, ist der Ankauf immer noch eine Hürde. Wenn der Verkauf jetzt noch so einfach wäre wie damals, wäre es halt geil, aber jetzt ist der auch noch schwieriger geworden. Deswegen umso wichtiger, dass man halt so die Wertschöpfung durchzieht wie du, von A bis Z. Kannst du vielleicht mal so erläutern? Ja, definitiv. Genau, also vielleicht, wie du das angehst. Auch weil du sagst, im Ankauf, also das sehe ich auch so ein bisschen als unsere Stärke. Mhm. Also zum einen, wir haben, ja, wenn wir eine Immobilie sehen oder wir arbeiten da unter anderem mit Zinkimmo, wir haben laufende Suchprofile bei Immobilien-Scout. Wir haben eine Liste, die nennt sich von Wroblewski, das ist so ein Mann, der macht sich viel Mühe jeden Morgen und kriegst um 7.30 Uhr so eine Excel-Liste vorbereitet, rübergeschickt von allen privaten Personen, die ja, die Wohnung ins Netz stellen oder auch in die Zeitung geben. Okay. Und ja, am Ende ist es, glaube ich, immer Geschwindigkeit. Kann er das deutschlandweit machen oder nur in Berlin? Ich glaube, der ist nur auf Berlin und Umland fokussiert. Ja. Ist eine super Sache, die gibt es schon echt viele Jahre. Kennen mittlerweile auch einige, aber gerade von Privatpersonen ist es ja nochmal manchmal zumindest ein bisschen interessanter, als jetzt von dem Profimakler zu kaufen. Und ja, am Ende, meine Meinung ist dann immer Geschwindigkeit. Also wir haben im Team WhatsApp-Gruppen, eine Ankaufsgruppe, da wird die Wohnung schnell reingestellt. Und dann, wenn es wirklich spannend ist und wir sagen, hey, das lohnt sich dahin zu fahren, dann springt auch einer schnell ins Auto und wir sind schnell da, weil Geschwindigkeit war auch vor der Krise das A und O und ist es, glaube ich, auch immer noch. Mhm. Und mittlerweile spielt halt der Faktor, dass man auch schnell ankaufen kann, ohne eine Finanzierung erstmal braucht. Mhm. Wir kaufen den Großteil eigentlich immer aus Eigenkapital und schicken auch relativ schnell dann so einen Nachweis darüber, den Makler oder auch dem Verkäufer oder dem Eigentümer. Und ja, das zieht dann momentan schon noch mal mehr als es auch als früher. Ja? Okay, weil du einfach zeigen kannst, hey, wir können sofort. Also im Wohnungsbereich, also es ist rein im Eigentum. Ja, ich rede jetzt wirklich nur mal von den Eigentumswohnungen. Ja, okay. Also das ist, was Berlin angeht, zumindest so ein bisschen unser Steckenpferd. Mhm. Ja? Wir haben uns spezialisiert auf Altbauwohnungen in Berliner Kiezlagen. Ja? Also die Lage ist für uns auf jeden Fall auch immer ein wichtiger Faktor. Wir sind drei Geschäftspartner. Okay. Ja. Und dann machst du also Kiezlage, heißt das Mitte, Charlottenburg auch? Ja, du musst dich einfach wohlfühlen. Also du kommst raus, unten muss cool sein. Muss cool sein, ja. Muss sagen, hey, das ist ein Kiez, wo wir beide wahrscheinlich auch irgendwie wohnen wollen würden. Mhm. Und ja, das ist definitiv wichtig. Also ich würde jetzt eher ungerne, jetzt ohne irgendeinen Bezirk zu nahe zu treten, aber es muss schon Leben einfach sein. Ja. Es muss sich lohnen. Und wo würdest du nicht machen, zum Beispiel in Berlin? Ich tue mich so ein bisschen schwer mit so Orten oder Bezirken wie, weiß ich nicht, Reinickendorf. Auch wenn es schön ist, grün, aber da fehlt mir halt das Kiezleben. Ja, okay. Ja, gut, wenn du das dann noch weiter spinnst, Marzahn, Hellersdorf, das sind so Ecken. Oder auch teilweise Spandau, wobei es da auch ganz schöne Ecken am Wasser gibt und so weiter. Aber man muss sich einfach wohlfühlen, ja. Und man muss auch eine Perspektive sehen, ja. Okay. Und in manchen Berliner Bezirken sehe ich die dann noch nicht. Was ich halt immer mal wieder für eine Hürde hatte, also wir machen ja auch manchmal so fixen Flip so nebenher, ist nicht mehr so der Fokus wie früher, aber ab und zu nehme ich mal eine mit, so eine Wohnung. Was ich für eine Hürde immer habe,
wenn es günstig ist, dann zieht halt nicht der Eigenkapitalkauf und auch nicht Schnelligkeit. Dann kommt der Makler und sagt so, hey, das mach mal ruhig, wir haben noch 5 Besichtigungen nächste Woche. Ja. Dann weiß ich schon ganz genau, es wird eh wieder nichts. So. Wie kannst du den halt bekommen in dir? Ja, zum einen, klar, ist immer die Frage, kaufe ich jetzt vom Makler oder kaufe ich wirklich von einer Privatperson? Wenn ich von einer Privatperson kaufe, klar, zählt das Thema Eigenkapital oder eine schnelle Abwicklung, also ist dem meisten wichtig. Ja. Aber man darf auch immer nicht das Zwischenmenschliche vergessen. Ja? Also ich bin kein Freund davon, man muss immer gucken, was will mein Gegenüber auch, was ist ihm vielleicht wichtig. Manchmal ist es gar nicht nur, hey, ich brauche den maximalen Kaufpreis. Klar, das Geld ist natürlich immer wichtig, aber vielen kommt es dann vielleicht auch darauf an. Wir hatten so eine Situation, eine Hochparterre-Wohnung gekauft und die war noch, die hatte sogar noch eine Garage im Garten, was ganz, ganz schön war. Da konntest du dein Auto oder da hatte der Eigentümer sein Auto drinstehen und ihm war zum Beispiel wichtig, weil es irgendwie ein älterer Wagen war, ein Oldtimer, dass er den Wagen da noch irgendwie, glaube ich, 6 Monate oder so parken kann. Ja. War uns in dem Fall halt egal, weil die haben wir erstmal nicht gebraucht, die Garage. Und er war happy und fand das einfach gut, dass man versucht hat, eine Lösung zu finden und hat uns dann die Wohnung verkauft. Ja. Okay. Und so, ja, so kann man meiner Meinung oder so gehen wir oder ich auch immer mit den Maklern um. Ne? Immer klappt auch nicht immer, oder? Nee, es klappt nicht immer. Also man kriegt nicht jeden Deal. Aber man braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl und muss auch gucken, wie geht man mit den Maklern um. Ja? Mittlerweile kennt man natürlich viele Makler in seinem Einzugsgebiet, was bei uns jetzt Berlin ist. Und er ist immer auch ein Geben und Nehmen. Ja? Was kann ich meinem Gegenüber geben? Ich bin so jemand, muss ehrlich sein, weil ich Vollblutvertriebler bin. Ich gebe halt gerne, ungerne, den Vertrieb aus der Hand. Ja? Also machst du den Vertrieb bei euch drei? Ich mache im Normalfall, ich sage immer so gerne, ich bin die Frontsau. Ja, die Rampensau. Ja, ich bin gerne vor Ort. Ich finde es schön, mit den Leuten mich auszutauschen. Auch das Feedback für die Wohnung zu kriegen. Ja? Was finden sie toll? Das kann man dann auch in die nächsten Projekte einbringen. Geil. Und ja, ich bin mir da auch nicht zu schade, am Wochenende meine Zeit zu verbringen. Und was machen die anderen zwei dann? Also, wie gesagt, das ist bei uns echt ganz, ganz gut. Wir sind sozusagen drei Geschäftspartner, haben uns jetzt in der Konstellation vor 2,5 Jahren zusammengeschlossen. Alle kommen eigentlich klassisch aus der Vertriebsschiene, aus der Maklerwelt sozusagen. Jeder war irgendwo in einer anderen Sparte unterwegs. Ich bin schon seit 12 Jahren selbstständig, was Vertrieb angeht. Ja. Familienbedingt schon in dritter Generation am Immobilienmarkt. Ja. Meine Familie ist relativ großer Bestandshalter hier in der Stadt. Und da hat man das so ein bisschen schon mit der Pike mitbekommen. Ja, mit den Wohnungen dann eingestiegen irgendwann. Genau. Und dann hat man halt, irgendwann war das Thema Vertrieb dann an einem Punkt, wo man sagt, hey, jetzt will ich auch mal einen Schritt weitergehen. Dann hab ich mit meinem Cousin, der jetzt auch mein Geschäftspartner ist, dem Ilan Albeck, angefangen, in 2017 Bestand langsam aufzubauen. Haben uns da einen anderen Markt als Berlin rausgepickt, weil der Markt in Berlin damals oder zu dem Zeitpunkt einfach noch so weit oben war, dass es nicht richtig für uns in dem Fall gelohnt hat. Und sind dann nach Halle an der Saale gegangen, in der Nähe von Leipzig. Super spannender Ort, finde ich. Ja. 240.000 Einwohner, du hast Top-Unis. Dann habt ihr quasi das Eigenkapital mit den Flips generiert und dort geparkt. Genau. Bestand. Also jeder von uns hatte natürlich auch schon mal ein bisschen was mitgebracht, aber so ist die Grundidee. Ja, okay. Nochmal, um auf die Flips zurückzukommen. Also jetzt der Kollege mit der Tiefgarage, alles klar? Hast du, oder mit der Garage? War keine Tiefgarage, aber ja, so eine irgendeine Garage im Garten, genau. Genau, wo der Oldtimer stehen bleiben durfte. Wie genau gehst du da vor? Also wenn du so eine Immobilie bekommst, in dem Newsletter, den du hast oder wo auch immer, wie gehst du da vor, um zu entscheiden, ob der Deal halt interessant ist oder nicht? Also habt ihr da so einen Quadratmeterpreis pro Straße oder pro Kiez? Weil du kannst ja auch immer nicht eigentlich so eine Pauschale sagen. Du kannst nicht sagen, 4.000 Euro den Meter passt eigentlich immer. Nee, weil manche Häuser sind halt komplett abgerockt, andere sind halt komplett geil saniert, wo auf Hausebene alles passt. Da kannst du auch mal 4-5 zahlen vielleicht. Definitiv. Wie genau gehst du da vor? Hast du da so eine... Also du hast es schon komplett richtig gesagt. Meiner Meinung nach gibt es nicht so eine,
so ein Bereich, wo man sagt, hey, ich kaufe jetzt alles im Bereich von 4.000 Euro den Quadratmetern, sondern man muss das individuell natürlich insbesondere lagebedingt ungefähr abstimmen. Ja. Mhm. Aber man kann so grob sagen, wir haben jetzt in den 2,5 Jahren so knapp 25 Wohnungen gedreht bzw. saniert und geflippt. Ja. Und man kann grob sagen, dass wir eigentlich nie, ich glaube, die teuerste Wohnung, die wir eingekauft haben, waren 5.200 Euro den Quadratmeter. Allerdings muss ich dazu sagen, war das auch schon echt City West Toplage, Seitenstraße von der Schlüterstraße. Die ist schon weg jetzt. Die ist schon länger weg, ja. Willst du das wieder wegbekommen? Schwierig. Wobei doch, weil ich sagen würde, sie war so besonders, das ist auch so ein bisschen, was wir uns auf die Fahne schreiben, unsere Sanierungen sind schon ein bisschen anders und die setzen sich auch von dem Gesamtmarkt. Wenn du jetzt Immobilien-Scout durchgehst, habe ich das Selbstvertrauen zu sagen, wenn du unsere Wohnung siehst, also klickst du drauf. Ja. Und eure ist dann provisionsfrei, weil du alles provisionsfrei machst? Provisionsfrei, ja. Und die Wohnung zum Beispiel, gekauft für 5,2 auf dem Meter, am Ende waren wir bei Exitpreis 9.200 Euro den Quadratmeter. Okay. Wie groß war die? Die war, ich meine, sie war zwischen 50 und 60 Quadratmeter, ich will nichts Falsches sagen, ja, okay. Aber Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja. Also für 250 etwa gekauft, 255 und verkauft für um die 500. Genau, wir haben fast knapp unter der 500 gekratzt. Ja, also, ja okay. War Garage, Stellplatz, irgendwas dabei? Nee, gar nicht. War so ein wirklich klassischer, traumhafter Berliner Altbau, so wie man es sich vorstellt, alles vom Feinsten. Und das ist aber nicht relevant, so Parksituationen zu berücksichtigen bei Flips in der Stadt hier? Je nach Größe würde ich zum einen sagen. Mhm. Ja, wir haben zum Beispiel eine Wohnung 126 Quadratmeter, die wir immer noch im Bestand haben. Da tun wir uns, also sie ist auch wundervoll saniert, echt eine schöne Wohnung, 126 Quadratmeter, 5 Zimmer zwischen Grunewald, also am Hallensee gelegen. Ja. Ja. Allerdings die Nachteile, also Vorteile auf jeden Fall die Lage eigentlich. Nachteil ist 3. Stock bis jetzt noch ohne Fahrstuhl, ja, was bei einer Familienwohnung 126 Quadratmeter nicht ganz ideal ist. Also das ist auch so ein Learning, was ich... Costa Quanta? Also ich muss ehrlich gesagt, wo wir mal gestartet sind. Ja, wir hatten uns mal als Ziel gesetzt, die Wohnung haben wir auch schon länger. Die Sanierung hat länger gedauert als gewartet, als erwartet. Wir hatten uns, glaube ich, mal als Ziel gesteckt 950.000. Ja. Und wir sind mittlerweile, wir haben es schon angepasst, wir sind jetzt bei 899 Kaufpreis. Ja. Mhm. Und wir wären sogar bereit, noch einen Ticken runter zu gehen, weil ja, da steckt ziemlich viel Eigenkapital von uns drin. Und ja, du... Der Markt hat sich verändert und die Wohnung haben wir jetzt schon 6 oder 7 Monate. Ich hatte bestimmt 70, 80 Besichtigungen. Keiner kauft. Und ich meine auch, ich weiß, wie Vertrieb funktioniert. Ich kann verkaufen, aber es ist einfach deutlich schwieriger geworden. Ja, ja. Gerade in der Finanzierungssumme. Was hast du für Gesamtinvestkosten? Kannst du mir nach dem Verkauf sagen? Also ich kann da ganz ehrlich sein, bei der Wohnung bist du froh, wenn bin ich froh, raus ehrlich. Ist. Wir machen da plus minus null, werden wir wahrscheinlich rausgehen. Ja. Oder sind bereit mittlerweile plus minus null, nur um das Geld wieder reinzukriegen. Mhm. Ja, so ist es. Also normal auf die Wohnung gesehen, mein Cousin, der Ilan Albeck, der ist da sozusagen unser Finanzgott und Excel-Gott auch. Der hat die tollsten Listen uns gebastelt, Projektübersicht, was, wie, wo, welche Wohnung haben wir, wie viel investiert. Die tollsten Kalkulationen, was zum Beispiel gar nicht mein Thema ist. Ja. Mit Excel kannst du mich jagen. Aber ich kann sagen, wir haben im Regelfall, also der Durchschnitt aller unserer Wohnungen haben wir ungefähr 22% Marge gemacht. Okay. Ja, also wir bewegen uns eigentlich immer zwischen 20 und Best Case waren, glaube ich, 34%. Mhm. Ja. Aber die Wie Zeiten, rechnet ihr die Marge? Also Gewinn auf Verkaufspreis? Genau, okay. Aber die Zeiten haben sich auf jeden Fall geändert. Ja, safe. Ne? Also auch vor allem bei den Objekten, die du vorher gekauft hast und jetzt verkaufst. Aber klar. Wenn du jetzt kaufst und jetzt verkaufst, sieht schon wieder anders aus. Deswegen finde ich es wichtig, dass man weitermacht und nicht rumheult und aufhört. Ich bin ganz bei dir. Ja. Also es gibt sicherlich gerade extreme Chancen am Markt. Aber wir sind eher so, dass wir sagen, hey, was wir jetzt haben, wir haben gerade dann noch, ich glaube, wir haben zwei Wohnungen noch in der Sanierung. Ja. Und haben 6 oder 7 Wohnungen in der Vermarktung. Ja. Wir wollen einfach die am liebsten bis Ende des Jahres verkaufen wieder und dann einmal tief durchatmen und dann
dann wieder kaufen. Dann eigentlich wieder von vorne starten, weil ich glaube, also klar, die größten Vermögen wurden immer in Krisen gemacht, ja. Das ist definitiv so. Es gibt Chancen, gerade wenn man, der Spruch ist ein bisschen blöd, aber ja, Cash is King, es zählt schon. Also ja. Du kannst einfach gerade auch extreme Abschläge nehmen, wenn du Wohnungen siehst, die schon 5, 6, 7, teilweise sogar ein Jahr schon im Internet stehen und nimmst mal den Hörer in die Hand und sagst mal dem Makler oder dem Eigentümer, hey, was ist denn da los? Wie kann man denn da eine Lösung finden? So bringt das doch nichts. Ihr verbrennt die Wohnung im Netz. Wenn eine Wohnung 12 Monate bei Immobilien-Score steht, dann fragt sich jeder, hey, was ist denn da los? Wo ist das Problem? Und da musst du den Leuten halt erklären, hey, euer Kaufpreis ist vielleicht nicht mehr ganz passend. Ja. Wie sieht's denn aus? Lass uns einen schnellen Deal machen. Let's go. Also liebe Fixen Flipper hier in Berlin, ihr hört's, der Tim macht gerade Ankaufspause bis Ende des Jahres. Jetzt kann man mit geringem Wettbewerb gut einkaufen. Ja, komm, ganz drauf an. Also wir gucken natürlich weiterhin. Ja. Wir haben jede Woche unsere Ankaufsmeetings. Mhm. Aber ja, wir sind zumindest ein bisschen ruhiger geworden. Also wenn bei euch das wissen, ist es bei vielen anderen auch so. Das heißt auf jeden Fall gute Opportunities jetzt zu kaufen. Ja. Halt, ne? Aber wir kommen wieder, macht euch keine Sorge. Ja. Um nochmal kurz zurückzukommen auf die, wo ihr in der 500 gekratzt habt. Wo war das? Schlüterstraße oder wo? Seitenstraße, genau. Also Bestlage City West. Bestlage City West, okay. 250 Einkauf, 500 Verkauf, so genau. Etwa Pi mal Daumen. Wie genau geht es dann vor sich? Also du kaufst es, zahlst Maklerkottage, zahlst den Kaufpreis, vielleicht auch von privat. Und dann geht's los mit der Sanierung. Hast du dann einen GU oder macht einer von euch drei die Bauüberwachung? Ja, also ich hatte ja kurz da angefangen zu sagen, dass wir, was uns auf der Geschäftsführerebene, also bei meinen Partnern angeht, dass da jeder so sein Steckenpferd hat, was in dem Fall echt ideal ist. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen die Frontsau, der sowohl die Ankaufsschiene im Blick hat, also ich bin der hingeht, versucht die Leute zu überzeugen, die Makler oder die Eigentümer zu überzeugen, als auch der letztendliche Vertrieb, der ist meistens in meiner Hand. Mhm. Der Dominik Schache, das ist so unser kreativer Kopf, der ist auch wahnsinnig tief drin in der ganzen Bauthematik. Mhm. Ja. Der hat lange für einen bekannten Altbausanierer in Berlin, Projektentwickler, gearbeitet und hat es halt wirklich so von der Pike auf gelernt. Der ist so der kreative Kopf, definitiv, der auch super connected ist in der Möbelwelt. Der fliegt zum Messen nach Italien und bringt auch mal außergewöhnliche, Badausstatter mit oder besondere Fliesen oder irgendwelche Kontakte. Haus dann geil aussieht. Genau, wie gesagt, wir versuchen uns schon in der Sanierung auch abzusetzen von der Masse. Ja, okay. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Weil du gefragt hast, wie gehen wir dann weiter vor? Klar, also Startschuss Sanierung. Es ist so ein schwieriges Thema immer. Es dauert schon ein bisschen, bis man so seine Sanierungstrupps zusammen hat. Ja? Also da trennt sich auch oft die Spreu vom Weizen. Mhm. Wir haben das Glück, dass wir echt so zwei Trupps haben. Da gibt es immer sozusagen einen Kopf, unser Ansprechpartner. Und der hat dann die einzelnen Mitarbeiter oder Handwerker dann unter sich. Aber der Kopf ist dann sozusagen immer unser Ansprechpartner, mit dem wir immer kommunizieren. Ja. Wir gehen rein in die Wohnung, der Dominik dann in dem Fall und klar, das schaue ich mir auch schon an, aber um dann zu gucken, was hat die Wohnung für Potenzial. Ja? Also bei uns ist immer wichtig, wir versuchen den Grundriss bestmöglich zu optimieren. Mhm. Ja? Also oft ist es ja so, weiß ich nicht, manchmal ist es so, du hast eine 60 Quadratmeter Einzimmerwohnung, was natürlich wenig Sinn macht. Ja? Und wenn du da guckst, wo kann ich was optimieren, also mehr Zimmer schaffen. Ja? Also 60 Quadratmeter Wohnung, eher schwierig mit einem Zimmer. Also mehr Zimmer ist besser dann? Mehr Zimmer definitiv besser, ja. Weiß ich nicht, den Leuten ist heutzutage immer mehr, leider Corona-bedingt oder auch logisch eigentlich, Homeoffice wichtig. Ja, aber gut, Balkon ist dann meistens eher schwierig, wenn er nicht da ist, in der Zeit des Flips, den Balkon noch ranzukriegen, ist eher schwierig. Mhm. Aber wir gucken uns an, was können wir anpassen, ja, und dann geht's los. Also wir machen auch immer Komplettsanierung. Ja? Also es ist nicht so, dass wir sagen, ach komm, die Elektrik passt doch, die lassen wir drin. Nein, sowas gibt's nicht. Also ihr macht alles, wir machen alles neu. Wasser vom Strang? Alles, genau. Also Strang, gut, das Stück wird in dem Fall manchmal vielleicht ausgetauscht. Also ja, auf unserem Level, was halt die Hausverwaltung sagt. Muss man halt sich einmal austauschen mit der Hausverwaltung. Aber dann innerhalb der Wohnung wirklich komplett alles neu. Ja? Also Elektro drin lassen oder so, nein. Weil, du willst halt die komplette
Wertschöpfung mitnehmen. Ja. Und das ist auch das, womit wir uns, glaube ich, am meisten absetzen mit unseren Sanierungen. Ja. Also bei uns gehört in jede Wohnung zum Beispiel ein Stuck. Ja. Mhm. Oder wir arbeiten mit tollem Fischgrätparkett. Wenn die Diele noch gut ist, wird sie geschliffen, ja, geölt. Ja. Auch sowas, was wir sagen, ein Altbau kann man auch tot sanieren. Ja. Also weiß ich nicht, wenn ich manchmal sehe, wie manche Wohnungen oder Altbauten wirklich schaffen, tot zu sanieren, das ist echt schade. Weiß nicht, wenn du tolle Doppelkastenfenster hast, gut, Fenster sind auch Gemeinschaftseigentum, aber sowas, wenn du die überarbeitest, dann brauchst du keine nagelneuen Kunststofffenster, wo die Wohnung dann am Ende auch nicht mal wirklich mehr atmen kann. Also, oder tolle Kassettentüren, die du aufarbeitest oder so. Also Altbauelemente versuchen wir bestmöglich zu erhalten und zu verbessern. Mhm. Aber was die Wohnung angeht, dann wirklich das Komplettprogramm. Ja. Und da sicherlich auch für viele interessant, wo liegt man da, was Sanierung angeht. Ja, ja. Wo liegt man da, gerade in dem Beispiel nochmal. Ja, also bei der Wohnung haben wir, glaube ich, ja, knapp 1.000 Euro den Quadratmeter ausgegeben. Das kann man schon, 60k etwa. Ja, das kann man schon so sagen. Also ich kann dir ja da auch gerne mal ein paar Bilder dann zuspielen. Mhm. War die dabei mit bei den... bei den Matterport-Aufnahmen, wo du mir geschickt hast? War die Wohnung damit dabei? Ich glaube ja, muss ich ja, ehrlich dann sagen. Ja, es hat mir mal welche, das war, dann blende ich das ja, hier genau ein, wo wir fliegen einmal kurz durch die Wohnung durch. Also die war wirklich Fischgrätparkett, toller Stuck, den wir eingesetzt haben. Auch da machen wir es nicht auf die, in Anführungszeichen, billige Variante, ja, dass man irgendwie mit Styropor-Stuck arbeitet. Nee. Also sowas geht bei uns gar nicht. Da blutet auch dem Dominik sein Ästhetikherz, sondern da kommt der Stuckateur, der wirklich überall tollen Gipsstuck anbringt und so weiter. Tolle Fliesen, also mit den Bädern kann ich auch sagen, setzen wir uns auch, glaube ich, so ein bisschen von der Masse ab. Mhm. Also Liebe fürs Detail ist uns schon wichtig. Mhm. Plus, wenn die Wohnung dann fertig ist, haben wir auch ein super Staging-Team. Ja, im Staging, wie gesagt, wir möblieren die Wohnung komplett. Ja, was wir nicht machen, ist eine Küche einbauen. Ja. Weil da sind einfach die Unterschiede zu groß. Weißt du, der eine sagt, hey, ich nutze die Wohnung nur als Zweitwohnung und ich bin jetzt nicht der große Koch. Mir reicht die, in Anführungszeichen, Standard-IKEA-Küche für 6.000 Euro. Oder der andere sagt, nee, ich liebe Kochen, ich koche jeden Abend, ich bin Hobbykoch, ich brauche die 40.000, 50.000 Euro Bulltop-Küche. Ja. Da sagen wir nein, strenge und alles vorbereitet. Küche wird dann, so als Pappküche dargestellt, da gibt es ja mittlerweile auch ganz tolle Varianten. Mhm. Und dann ein super Staging. Ja? Also alle Wohnungen sind bis ins kleinste Detail bei uns gestaged, möbliert, Deko, Vorhänge, alles was dazu gehört. Kauft ihr die Sachen oder habt ihr da einen Dienstleister, der monatlich kommt? Genau, wir haben da eine super Dienstleisterin, ja? Mit der wir mittlerweile richtig viel zusammenarbeiten. Die gehört auch schon fast zum Team dazu. Und die macht das mit so einer unglaublichen Liebe und auch da machen wir kein Standard-Staging. Ja. Mhm. Und auch als Vertriebler, aus der Vertriebssicht, du kommst in so eine Wohnung rein und du siehst bei den Leuten, wow, ja, die sind gleich begeistert, die sagen, oh, das sieht ja aus wie im Exposé. Mhm. Wie oft ist es der Fall? Du kommst zu einer Besichtigung, guckst dir ein Exposé an, gehst dann zur Besichtigung und du denkst dir, was hat denn die Wohnung mit dem Exposé zu tun? Mhm. Ja, das hört man auch viel bei Besichtigungen von Interessenten, die sagen, wow, das ist ja endlich mal so, wie es auch wirklich im Exposé ist. Yeah. Ja, und das macht dann schon Spaß. Und ja, nein, das Staging, der Normalfall ist, wir leihen uns die Möbel für einen Zeitraum von 3 Monaten meistens. Ja. Haben wir in der Vergangenheit auch immer geschafft. Mhm. Jetzt sehen wir gerade, dass es echt, man geht darüber hinaus und zahlen in der Regel zwischen, ja, je nach Größe der Wohnung, zwischen 5.000 bis 10.000 Euro für diese 3 Monate, für das komplette Staging, was natürlich nicht wenig ist. Aber da wir auch zu, ich würde sagen, 95% auf Eigennutzer aus sind, ja, die kriegst du dann einfach mit dem Feeling überzeugt. Ja, und die sind dann auch bereit, vielleicht mal einen Ticken mehr Kaufpreis zu zahlen. Ja, also okay. Ich bin ein riesen Staging-Fan, auch in der Vermarktung, da bist du ja der Profi, auch auf Social Media, das wirkt einfach ganz anders. Yeah. Plus, es gibt dann immer die Option auch, wenn man es dann möchte, die Möbel, Lampen und so weiter dann auch abzukaufen. Ja. Bei denen dann? Genau. Ja, sie fragen uns, hey, was könnt ihr euch vorstellen? Kam jetzt öfter vor, gerade weil sich
auch immer da, auch nichts mehr machen muss. Ja, du musst eins, das ist designtechnisch schon echt schick gemacht. Du brauchst jetzt irgendwie keinen InDesigner oder sonst was. Plus ein Riesenvorteil ist einfach, die Möbel sind im Normalfall ungenutzt und neu. Und so wie überall auch in der Sanierung, du hast halt Engpässe, was auch bei Möbeln, ja. Also teilweise selbst bei IKEA wartest du 2-3 Monate auf einen Schrank oder das passende Bett und da ist schon alles ready und ja. Und 3 Monate Vertriebszeit hat immer gepasst bis jetzt, okay. Aber wie lange dauert es, bis die Wohnung vom Notartermin fertig gestaged ist? Wie lange brauchst du dafür? Fertig gestaged und also komplett fertig also saniert, gestaged. Nach dem Notartermin kriegst du einen Schlüssel schon? Beim Notar manchmal? Also wir sind jetzt nochmal, wir sind jetzt vor Sanierung, oder? Wir sind nochmal kaufen. Bei der Besichtigung, du kaufst jetzt. Ja. Wie lange dauert es, bis das Staging drin ist? Ja. Mit dem ganzen Prozess, also wir haben zum Beispiel teilweise schon den Schlüssel bekommen beim Notartermin mit einer Anzahlung und so, dass wir halt schneller anfangen können. Das haben wir auch schon gemacht, ja. Da braucht es einiges an Überzeugungsarbeit, einen Eigentümer zu überzeugen. Ja, also mit einer Anzahlung oder irgendwie ein Schriftstück aufgesetzt, wo wir ihm garantieren, hey, wenn irgendwas schief geht, wir stehen dafür gerade. Aber ist eine schwierige Sache, ja. Also da braucht man auch Fingerspitzengefühl, dass ein Eigentümer sagt, ja klar, du bist noch nicht mal Eigentümer, aber willst schon sanieren. Da braucht man schon Überzeugungsarbeit, aber das hilft natürlich brutal, ne? Weil wenn du die, im Normalfall dauert es, weiß ich nicht, bis du eingetragen bist und bezahlt hast, dauert es meistens nach Notartermin, je nach Bezirk, also ich kann jetzt nur von Berlin sprechen, ja, 6 bis 10 Wochen, ja. Meistens sogar hapert es an der gleichen Sache, dass du in der Teilungserklärung oft noch die Verwalterzustimmung in Berlin drinstehen hast. Und ja, Verwaltung ist eh so ein Thema für sich, dass du diese Verwalterzustimmung nicht kriegst. Und was ich da schon erlebt habe, ich bin teilweise zu den Verwaltungen selber gefahren und habe gesagt, hey, bitte kommt mal eurem Job nach, bitte gebt uns die Verwalterzustimmung. Die dürfen ja die eh nicht, das ist ja, die dürfen das da eh nicht zustimmen. Ja, das ist eigentlich dafür da, dass man sich jetzt irgendwie nicht irgendwelche Verbrecher in die WEG holt oder irgendwelche Leute, die nicht zahlen wollen oder was auch immer. Aber das ist so ein Vehikel, was es oft deutlich verzögert, zumindest in Berlin. Ja. Okay. Weil du, ja, und wie lang dauert es jetzt? Also Startschuss sozusagen, wir kommen mit den Bautrupps an und legen los. Das ist auch so ein Thema, was ich aus der Vergangenheit gelernt habe. Kannst ja auch mal gerne deine Erfahrungen widerspiegeln, aber wenn du sitzt mit den Baufirmen oder deinem Bauunternehmen des Vertrauens und der sagt dir, hey, von Start bis komplett fertig, ich übergib dir mängelfrei die Wohnung und ich brauche dafür 10 Wochen. Also ich würde mir sehr wünschen, dass es wirklich so ist. Also im Regelfall, ich habe es noch nie erlebt, dass eine Wohnung komplett fertig, mängelfrei, pünktlich nach 10 Wochen pünktlich übergeben wird. Also das schwankt schon extrem, deshalb kann ich es schwer sagen. Es gibt, kann oft was schiefgehen, darf eigentlich nicht, aber es passiert leider doch öfters. Und im Regelfall, also wir versuchen schon, es darf eigentlich nicht länger als 3 bis 4 Monate dauern, so eine Sanierung. Ja, ja, okay. Das ist schon so die Regel, aber wie gesagt, man kann es nie genau einkalkulieren. Also Besichtigungstermin, ein Notartermin 4 Wochen später, dann 8 Wochen später Schlüssel da. Genau. Dann sind wir bei 3 Monaten, 3 Monate Sanierung. Dann nochmal 3 Monate Sanierung, musst du auf jeden Fall rechnen. Und dann nochmal 3 Monate Vertrieb, dann bist du bei 9 Monaten. Ja, also jetzt gerade plus ein bisschen mehr, aber im Idealfall. Ich kann sagen, auf jeden Fall in der Vergangenheit war es so, hey, wir haben gestartet, wir haben die Wohnung online gestellt, inseriert, Social Media gestartet, also Startschuss, Vertrieb. Dann war es im Regelfall so, Wohnung meistens stellen wir dann Freitag hoch, weil am Freitag meiner Meinung nach immer der beste Tag ist um 17 Uhr. Ja, so genau, da kennt sich einer aus. Um zu starten, weil die Leute natürlich dann am Wochenende auf der Couch liegen oder morgens im Bett und gucken kurz bei Immobilien Scout, was es Neues gibt. Da haben die mehr Zeit. Und von da an hat es dann meistens, ehrlich gesagt, 3-4 Wochen gedauert, bis wir wirklich den passenden Kunden gefunden haben und konnten uns den auch im Regelfall aussuchen, ja, und der Prozess ist schon länger geworden, das kann man definitiv sagen. Also, wie gesagt, vor Krise, wenn ich es mal so sage, 4 Wochen von Startschuss bis zur Reservierung und dann Bestellung, Notarvertrag, dann, gut, wir haben unsere Wohnung alle logischerweise in der GmbH drin, dann hast du nochmal diese 2-Wochen-Frist, wenn eine Privatperson kauft, und mittlerweile dauert es dann schon eher 2-3 Monate, bis du wirklich jemanden findest. Ja, okay. Weil viele Leute logischerweise
Ja, Mieten ist halt einfach attraktiver gerade für viele. Ja, Mieten ist attraktiver, klar, aber find mal eine Wohnung in Berlin. Ja. Beides schwierig. Es ist unglaublich. Also letzte Woche erst wieder eine eigene Wohnung aus dem eigenen Bestand hochgestellt, auch schick saniert, tollste Wohnung, war in Lichterfelde und ich glaube 600 Anfragen in 7 Stunden oder so. Okay, dann warst du billig, oder? Ja, leben und leben lassen. Ne? Lieber den guten Mieter, den solventen Mieter finden, der die Wohnung auch gut behandelt, als jetzt komplett nur, ich muss den allerhöchsten Mietbetrag kriegen. Ne? Also so ein gutes Gleichgewicht muss man da schon finden, finde ich. Wie wichtig sind Bestandskunden für dich im Vertrieb? Gibt es da welche, die öfter kaufen, so Wiederholungstäter oder eher nicht so in eurer Zielgruppe? Also ich würde eigentlich sagen, eher nicht, ja, dass die meisten schon Einzeltäter sind, sage ich mal, weil es halt die Käufer sind, die auch selber wirklich einziehen wollen. Ja. Und im Regelfall, gut, wenn du jetzt nicht aus der Immobilienbranche bist, kaufst du wahrscheinlich 1, 2, 3 Mal in deinem Leben eine Immobilie, jetzt eine einzelne Wohnung, wo du selber einziehst. Deshalb würde ich sagen, Bestandskunden, ja, wir haben so Excel-Listen, wo wir, sage ich mal, alle die Leute, die bei uns angefragt haben, eintragen mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer, dass wenn mal eine Wohnung kommt in einer nahen Umgebung, dass du auch nochmal sagen kannst, hey, dir hat doch damals die Wohnung von uns um die Ecke so toll gefallen und wolltest die eigentlich haben. Guck mal hier, wir haben was Neues. Ja, komm doch vorbei, schau sie dir an. Das funktioniert schon, aber ich bin eigentlich Fan von den üblichen, gängigen Portalen. Platzhirsch, Immobilien-Scout, ja, ist so. Die schrauben ihre Kosten auch immer weiter nach oben und können nicht genug kriegen. Aber man muss halt ehrlich sagen, die haben halt das Monopol. Ja. Also es geht kein Weg eigentlich an Immobilien-Scout vorbei. Aber es gibt auch tolle andere Portale. Was ich auch super finde, ist ohne Makler. .net oder .com. Weiß ich nicht, kennst du die Seite? Mal gehört. Ja, also auch ganz normales Portal und stellst deine Wohnung hoch. Geht darum natürlich, wie der Name schon sagt, dass die Leute von Privatpersonen kaufen wollen. Aber du zahlst, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich meine 200-300 Euro für 3 Monate und deine Anzeige wird als Privatanzeige in dem Fall an alle Portale, die es gibt, rausgestellt. Ah, okay. Ja, also eBay Kleinanzeigen, Immonet, Immowelt, Immobilien-Scout und was es da alles gibt. Ah, okay. Ist auch ganz praktisch. Und dieses ohne Makler oder provisionsfrei zieht dann trotzdem noch. Viele schon kennen, auch von der Brand her. Ja, okay, macht Sinn. Ja. Ja, hört sich nach einem guten Modell an. Also ich hoffe, das funktioniert jetzt weiterhin. Ich hoffe reibungslos mit den neuen Randbedingungen. Muss man ein bisschen was anpassen. Genau, man muss sich anpassen, aber wenn man sein Geschäft kennt und weiß, wie es funktioniert, dann wird es auch weiterhin funktionieren. Ja, okay. Ich bin auf jeden Fall immer ein Fan von Schnelligkeit und bin dann auch bereit, auf den einen oder anderen Euro Marge zu verzichten, wenn es dafür halt schneller geht. Definitiv. Und ich denke, es wird auch wieder Chancen geben, das ist keine Frage. Einfach Speed. Genau, Geschwindigkeit. Speed is key. Speed is key, ja, hast du recht, definitiv. Ja, okay, perfekt. Dann danke auf jeden Fall für deine Insights. Hast du noch irgendwelche Sachen, die du anmerken möchtest? Nee, ich glaube, wir haben erstmal einen ganz guten Überblick gegeben und ja, freue mich, wenn jemand noch Fragen hat, gerne jederzeit auch mal anschreiben. Ja. Ich bin ein Riesenfreund von Netzwerken. Ja, ich sage immer, man kann studiert haben, bis der Arzt kommt, aber am Ende ist doch das, was zählt, ist ein gutes Netzwerk, sich mit Leuten austauschen. So wie wir es jetzt machen. Ja, ich verlinke dein Instagram sehr gerne. Video, wenn jemand eine Frage hat, einfach ranschreiben. Oder wenn ihr Fragen habt zu Themen im Video, dann vielleicht unten einfach unter das Video schreiben. Dann beantworten wir das in den Kommentaren, sodass halt die anderen Zuschauer es auch sehen können. Genau. Perfekt, hat mich gefreut. Dann vielen Dank für die Einladung, mein Lieber. Ja, danke fürs Kommen und viel Erfolg dir. Dankeschön, tschüss. Ciao.